Er wird gemobbt, er wird aufgezogen, er wird ausgelacht. Seine Mitschüler halten ihn für einen riesen Dummkopf und das lassen sie ihn spüren. Sie malen's, schreiben's in der Schule sogar an die Wand. Das passiert nicht erst und nicht nur heute, dass Schüler drunter kommen, weil sie anders sind, anders aussehen vielleicht oder sich anders verhalten, eine andere Religion haben. Das ist auch schon vor 2000 Jahren passiert. Und vor bald 200 Jahren, noch nicht ganz, aber bald 1857 haben Archäologen Ausgrabungen gemacht in Rom unter dem Palatin, einer der fünf Hügel von Rom, und haben dort eine antike Schule entdeckt. Wahrscheinlich aus dem 1. bis 3. Jahrhundert vor Christus, nach Christus, wo die Pagen des Kaisers ausgebildet wurden in dieser Schule und gelernt haben, was wichtig ist für sie. Und in dieser Schule haben sie auch eine Zeichnung an der Wand entdeckt. Das ist diese hier, die man hier vorne sehen kann. Das ist das Original und ein bisschen deutlicher sehen kann man es hier auf dieser Übertragung. Das hat jemand mit einem Nagel oder irgendeinem harten Gegenstand da in die Wand eingeritzt in dieser Schule. Und das zeigt einen gekreuzigten Menschen, aber nicht mit einem menschlichen Kopf, sondern mit einem Eselskopf. Und neben diesem gekreuzigten Mensch mit Eselskopf steht ein Junge, der hat die Hände erhoben, das ist die Gebetshaltung, er betet sozusagen den an und darunter steht in ziemlich ungelenkten Buchstaben, das wurde auch da ja eingeritzt auf Griechisch, Alexamenos betet seinen Gott an. Alexamenos betet seinen Gott an, das ist dieser Schüler, der da aufgezogen wird. Dieses Bild, diese Schülerkritzelei ist einer der ältesten, wahrscheinlich sogar die älteste Darstellung des christlichen Kreuzes, die es gibt, der erste Kruzifixus sozusagen. Man geht davon aus, dass das heidnische Schüler dahin gekritzelt haben an die Wand, um damit einen christlichen Mitschüler zu verspotten. Das war ja eine kleine Minderheit da in den ersten Jahrhunderten im Römischen Reich. Alexamenos betet Gott an. Eins der frühesten Kreuzigungsbilder ist ein Spottbild. Jesus am Kreuz, was für ein Esel. Gott am Kreuz, was für eine Eselei. Alexamenos, was ist das für ein Junge, der den Esel anbetet? Wer sowas glaubt, der ist doch ein Dummkopf. Das hört sich doch einfach nur dumm an. Das ist auch der erste Punkt für heute. Das hört sich dumm an. Das sagt nämlich der Apostel Paulus quasi auch in dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben und im ganzen ersten Teil des ersten Korintherbriefs. Ich bin nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, schreibt er. Meine Rede und meine Verkündigung sollten euch nicht durch ihre Weisheit überreden. Nur eins ist ihm wichtig. Ich verkündige euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Dieser Hingerichtete am Kreuz ist Gottes Sohn. Dieser Getötete zeigt uns Gottes Liebe. Dieser scheinbar gescheiterte Mensch zeigt uns, welche Kraft Gott hat. Hört sich dumm an. Oder? Sagt Paulus, das gebe ich zu, das weiß ich, sagt er. Ein paar Sätze davor, 1. Korinther 1, sagt er sogar, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Das heißt, die einen regen sich drüber auf und die anderen, die allermeisten, die finden das eine reine Dummheit. Liebe Freunde, heute Morgen machen wir uns das bitte klar. Mit dem normalen Menschenverstand betrachtet, hört sich das, was wir glauben, für viele dumm an. Jedenfalls das Zentrale von unserem Glauben hört sich für viele dumm an. Das überzeugt nicht einfach jeden. Viele überzeugt es nicht. Viele lächeln drüber oder winken ab. Ich hatte, als ich noch zur Schule ging, so ein T-Shirt, da stand vorne in Englisch drauf, come follow Jesus, komm folge Jesus, habe ich ab und zu in der Schule angehabt. Und wenn mich die anderen gesehen haben, vor allem aus meiner Klasse, haben sie mich immer mitleidig belächelt. Ach, der Trick. Viele halten das für ein Märchen. Das hat mir vor einiger Zeit auch mal jemand geschrieben. Ich war im E-Mail-Austausch und dann hat er mir geschrieben, das ist doch alles Märchen, was da in der Bibel steht, so mit dem Zwischenton dabei. Wie dumm kann man eigentlich sein, sowas zu glauben? Viele überzeugt es nicht. Es hört sich
dumm an. Das Zweite, es kann Klick machen. Der Apostel Paulus sagt, nochmal, ich will auch gar niemand überzeugen mit meiner Klugheit. Meine Rede und meine Verkündigung sollen euch nicht durch ihre Weisheit überreden. Ich kann das auch gar nicht. Das kann nur Gottes Geist. Wenn, dann macht es der Heilige Geist. Wenn, dann ist es Gottes Kraft, die euch überzeugt. Gott muss überzeugen. Gott muss mein Herz berühren. Gott muss dafür sorgen, dass es Klick macht bei mir, dass mir ein Licht aufgeht und dass ich merke, also so dumm ist es gar nicht mit Jesus. Und dass ich dann anfange zu glauben. Das haben übrigens auch schon die Reformatoren betont, der Paulus hat es betont, und die Reformatoren, Martin Luther und Philipp Melanchthon in der Confessio Augustana, dem Augsburger Bekenntnis, dem ersten großen Bekenntnis der Reformationszeit von 1530, da steht drin, sagen die, dass bei allem Predigen und allem Verkündigen des Evangeliums, des Wortes Gottes, der Heilige Geist dazukommen müsse, der, Zitat, den Glauben wirkt, wo und wann Gott es will. Der den Glauben wirkt, wo und wann Gott es will. Und der Apostel Paulus sagt, euer Glaube soll nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. An anderer Stelle im Neuen Testament steht, das ist quasi wie wenn ein Blinder sehend wird, wenn man zum Glauben kommt. Oder Johannes 3, bekannte Geschichte, Jesus und Nikodemus, wo Jesus sagt, man muss von Neuem geboren werden, wenn man anfängt zu glauben. Da passiert was, das kann ich gar nicht machen. Geboren werden kann man nicht selber machen. Auch wenn man blind ist, kann man sich nicht selber sehend machen. Ich kann es nicht mal richtig erklären. Ich kann nicht mal sagen, wahrscheinlich, warum wirklich ich eigentlich dann auch glaube. Wie und warum das gegangen ist, das ist und es bleibt auch ein Geheimnis immer. Ist vielleicht wie in der Liebe, das ist ja auch ein Geheimnis. Wenn man sich verliebt, 1984 hat die Klaus-Lage-Band einen Schlager rausgebracht, 1001 Nacht, kennen vielleicht manche von euch noch, 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert, 1001 Nacht und es hat Zoom gemacht, heißt es in diesem Schlager. Da geht es um ein Mädchen und um einen Jungen, die kennen sich von klein auf, schon als Kinder waren die zusammen. Und das war für die ganz normal, irgendwann haben sie sich verliebt und sie fragen sich, warum erst jetzt. Es hat Zoom gemacht und der Klaus Lage, der hat das Lied geschrieben, hat mal gesagt, das ist eigentlich das Zauberwort in diesem Lied, Zoom. Das beschreibt was, das ganz schnell geht, plötzlich, unerwartet, ganz überraschend, nicht geplant und letztlich auch geheimnisvoll. Ich denke, mit dem Glauben ist es so ähnlich, wenn Gottes Kraft wirkt, dann macht es irgendwie Zoom. Bei uns, wenn Gottes Kraft wirkt, dann fange ich an zu glauben und merke, so dumm, wie sich das vielleicht bisher angehört hat, ist es ja gar nicht. Im Gegenteil, das ist sogar zutiefst weise. Das ist der dritte Punkt, es ist Gottes Weisheit, Gottes Weisheit. Und doch verkünden wir eine Weisheit, sagt Paulus, und zwar denen, die dafür bereit sind. Auch wenn es sich dumm anhört, es ist eine Weisheit. Eine Weisheit, die nicht aus dieser Welt stammt. Nein, wir verkünden die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die bis jetzt verborgen war. Und was ist diese geheimnisvolle Weisheit Gottes? Es ist die Weisheit des Gekreuzigten. Das Kreuz von Jesus ist für Paulus das Zeichen dafür, dass Gott unsere menschlichen Maßstäbe, dass er die auf den Kopf stellt. Der Sohn Gottes, Jesus, ist als normaler Mensch zur Welt gekommen, nicht irgendwie besonders, dass jeder irgendwie ihn erkannt hätte als Gottes Sohn oder als reichen König in einem Palast wie ein Prinz. Und als Jesus, der Sohn Gottes, an Karfreitag hingerichtet worden ist, wie ein Verbrecher gestorben ist am Kreuz, da war das nicht das Ende, wie man eigentlich doch erwarten muss. Und wie es den Eindruck macht, es war nicht das Ende, sondern es wird zum neuen Anfang von Ostern. Jürgen Werth und Johannes Nitsch, die haben mal ein Lied geschrieben, in dem heißt's, manches Ende ist ein Anfang, manche Nacht das Morgengrauen, mancher Tod bringt neues Leben und Enttäuschung mehr Vertrauen. Geh den Weg mit bis zum Ende, geh den Weg mit durch die Nacht. Geh durch Tod mit und durch Sterben und dann zeig uns deine Macht. So steht's in diesem Lied.
Dietrich Bonhoeffer, 1945, kurz vor Kriegsende, wird er von einem Konzentrationslager ins andere transportiert und unterwegs wird er getrennt von seinen mitgefangenen Mithäftlingen und wird noch hingerichtet, kurz bevor der Krieg zu Ende ist. Und seine letzten Worte, als er da getrennt wird, hat ein Freund, ein Engländer, der mit ihm gefangen war, überliefert, waren: "Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens." Da, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, wo unsere Macht zu Ende ist, wo meine Kraft zu Ende ist, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Da, wo alles aus ist, wo ich keinen Weg mehr sehe, es keinen Ausweg auch gibt, da führt Gott mich seinen Weg. Da, wo es für alle so aussieht, als sei es das Dümmste, was man machen kann, sich auf Jesus zu verlassen, einen Gekreuzigten, einen, den man nicht mal sehen kann, da, wenn wir trotzdem Jesus vertrauen, da zeigt sich, was für eine Kraft dieser gekreuzigte Jesus hat. Letztlich helfen uns nicht, das sagt der Apostel Paulus, und das gilt, glaube ich, auch für uns, letztlich helfen uns nicht die geschliffenen Worte. Auch nicht die lautesten Worte, wer am lautesten ruft und schreit. Letztlich helfen uns nicht die ganz klugen Gedanken. Letztlich helfen uns nicht die starken Muskeln, die wir vielleicht haben oder manche. Letztlich kommt alles darauf an, dass wir uns auf Jesus verlassen, den Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. In ihm sehen wir Gottes Weisheit. Zum Glück ist er gekommen.